Hey Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays. Und heute spielen wir weiter The Witcher 3. Und wir sind gerade hier bei dieser Feststellen geblieben. In der letzten Folge haben wir diese Rennen gehabt. Pferderennen haben wir gewonnen. Und jetzt sitzen wir hier auf dieser Party und genießen das Leben. Haben wir so ein Gespräch gehabt mit Ciri. Aber ich weiß leider nicht, was ich antworten soll. Was meinst du damit? Es eins nach dem anderen, es kommt wie es kommt. Ja, es kommt wie es kommt. Du machst dir zu viele Gedanken. Es kommt wie es kommt. Du hast es versprochen. Ich hab Spaß gemacht. Manchmal wünschte ich, ich könnte sein wie sie. Betrunken? Was meinst du damit? Ich verstehe dich. Was meinst du damit? Was meinst du damit? Gewöhnlich. Du bist zu großartigen geboren. Es ist eine Wahl, wer du bist. Ja. Das bist du aber nicht, sondern zu großartigem geboren. Was ich seitdem zu hören kriege. Alles wegen dieses verwünschten älteren Bluts. Mein Geschenk, mein Fluch. Es hat mir all diese Kräfte gewährt, lässt mich aber mein Leben auf der Flucht und versteckt verbringen. Wir werden Eredin besiegen, du wirst frei sein, ja genau. Damit ist bald Schluss. Wenn wir Eredin besiegt haben, bist du frei. Wirklich? Eredin ist kaum allein. Es gibt andere, die Pläne mit mir haben. Erst waren es die Zauberinnen der Loge. Jetzt ist es mein Vater. Sogar Yennefer. Du vergisst Avalach. Avalach ist anders. Er will verhindern, dass meine Gabe in die falschen Hände fällt oder außer Kontrolle gerät. Darum lehrt er mich und beschützt mich. Okay, hoffentlich hast du recht. Sei nicht naiv. Je schneller du diese Illusion loswirst, desto besser. Wie meinst du das? Eines Tages wird Avalach dich um einen Gefallen bitten. Vielleicht. Aber wenn, wird es noch lange, lange hin sein. Und ich bin sicher, was immer es ist, er wird mir eine Wahl lassen. Ich werde ablehnen können. Hoffentlich hast du recht. Das ist Pablo. Irgendwann will ich auch jonglieren lernen. Unglaublich nützliche Fertigkeit. Endlich habe ich euch gefunden. Amüsiert ihr euch? Ja. Lagerfeuer, Wein, Jongleure. Was will man mehr? Ich wüsste ein paar Sachen, gegen die ich es eintauschen würde. Aber es könnte schlechter sein. Du wirkst bedrückt. Ist es beim Händler schlecht gelaufen? Pah, vergiss es. Einen Tausch wollte er nicht. Ich sagte also, ich kaufe. Und da hat er Mondpreise für ein gesundes Tier verlangt. Wir brauchen Pferde. Aber wir müssen eine andere Möglichkeit finden, welche zu kriegen. Oho, mir schwant Übles. Ich wusste, dass es dir gefällt. Wir wollen uns in seinen Stall schleichen. Er hat rund 30 Gäule. Da machen ein paar mehr oder weniger nicht viel aus. Kommt ihr mit? Na klar. Ne, ich könnte wohl nicht mal antworten. Gehen wir Pferde stehlen. Ja, gehen wir. Ach, was soll ich machen? Man muss den Bedürftigen helfen. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, ja, wenn schon Ciri sagt, ja, warum soll ich ablehnen? Zuverlässig. Es wird Zeit. Wir treffen uns bei den Ställen. Okay, jetzt gehen wir mal Pferde stellen. Ja, muss man erst ein bisschen warten. Schwarze Bildschirme angucken. So, jetzt gehen wir Pferde stellen. Egal, halt Wache. Ciri und ich versuchen reinzukommen. Geht klar. Ja, da kommen die Wachen schon. Und wir laufen so mit. Ja, genau. Ja, Ciri, wohin? Hier rein, oder was? Geralt? Ja, Geralt.
Verschlossen. Muss einen anderen Weg hineinfinden. Alles klar, wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Ich hab schon gefunden. Stinkt, finde ich. Zack. Und ich bin schon drin. So, klauen wir ein paar Pferde. Ups. Der eine schläft da. Ich muss Schlüssel finden. Ah, da. Da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel, ja, komm. Schnell, rein mit euch. Endlich! Beruhige dich. Die Wache schläft da. Jawohl. Hoffentlich alles okay wird. Keine Stress. Nochmal Ladebildschirm. Yeah, geil. Ladebildschirm. Ja, Ladebildschirm. Ich weiß, ich mag dich auch, aber kannst du ein bisschen schneller? Juhu, wir haben es geschafft. Toll gemacht. Habt ihr die beiden Deppen gesehen, die uns jagen wollten? Sind fast über ihre eigenen Stiefel gestolpert. Danke, Geralt. Das war super. Oh. Ich denke mal, es war falsch, aber ich weiß nicht. Ja, und top. Ja, schöne Abwechslung vom Monstertöten. Danke für eure Hilfe und für euren Besuch. Es war herrlich, euch alle wiederzusehen. Haltet die Ohren steif und passt auf euch auf. Vergiss uns nicht. Bis dann. Ja, ich werde euch nicht vergessen. Na schön, dann sehen wir uns bei Rittersporn. Ich muss in der Stadt noch was erledigen. Bis dann, Geralt. Ja, ich muss noch was in der Stadt erledigen. Stufe 33. Verfügbare Punkte 2. Ich weiß gar nichts, was ich schon verteilen soll. So. Quest abgeschlossen. Jawohl, Zahltag. So, gucken wir mal, was wir da für Quest haben. Letzte Vorbereitung. Hilf Yennefer. Okay, wir müssen Yennefer finden, helfen und Triss. Oh, wir müssen Triss befreien. Okay. Machen wir diesen Hexauftrag. So, die Hauptmission werden wir schon in der nächsten Folge machen. Nebenbei machen wir diesen Hexauftrag. Ups, ich hab Schluck auf. Tut mir leid. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen Medizin. Ja, genau. Ich habe noch gar nichts mediziert. Ich brauche das für diese Heiltränke, damit die wieder voll sind. Oh, 800 Meter, wo ist die Plötze? Plötze? Wir reiten besser mit dir. Komm, gib mal Gas, Plötze. Iha, ja man, wir sind Reiter. Profi-Reiter. Wir haben schon ein paar sogar Turniere mitgemacht. Sogar, glaube ich, erster Platz gewonnen. Was heißt erster Platz gewonnen? Ja, wir müssen hier lang. Komm, Plötze. Ah, die will nicht hier. Wo ist der Durchgang hier? Da ist der Durchgang. Jawohl. Komm, Plötze. Gib mal Gas.
Was brennt da? Ja, das sind die Leichen, die verbrennen da, die Leichen vom Krieg. So. Alter, wo müssen wir hin, ey? Ganz Zeit irgendwie hier durch. Oh Mann, ey. Ganz Zeit durch den Kriegsgebiet, ey. Und plötzlich da lang. Jawohl, hier lang plötzlich. Perfekt. So, wo müssen wir hin? Bald sind wir schon da. Irgendwo muss das hier sein. Ich glaube da drinnen. Ja, da drinnen ist diese Questgeber. Komm, steig ab. So, hier drinnen oder was? Alle besoffen. Der? Ja. Der hat den Auftrag gegeben. Und keinen Moment zu früh. Ja, ich bin wegen des Auftrags hier. Du hast einen Auftrag für mich? Ja, es geht um meinen Bruder Mikkel. Er ist schon seit einer Woche mit den Frauen aus Bella in den Bergen. Frauen aus Bella? Bella war ein reiches Dorf, bis der Krieg kam. Da brannten die Hütten, die Vorratskammern wurden geplündert und die Männer eingezogen. Die Frauen mussten zusehen, wie sie alleine ohne Essen und Obdach klarkommen. Niemand wollte sie. Die Redanier haben sie nicht nach Novigrad gelassen. Darum hat Mikkel sie in die alten Minen gebracht, damit sie wenigstens aus dem Regen raus sind. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Aha. Ich suche nach deinem Bruder. Na schön, ich suche nach deinem Bruder. Woran erkenne ich ihn? Das ist nicht schwer. Er ist der einzige Mann in einer Frauengruppe. Bei Leichen kann man nicht unbedingt immer das Geschlecht erkennen. Leichen? Das nimmst du zurück. Die haben sich bestimmt nur verlaufen. Aber wenn es zum Schlimmsten kommt. Nun, er hatte Kalbslederstiefel von Meister Holzschuh an. Ich habe ihm gesagt, dass er sie in den Bergen nur ruiniert. Aber er war so stolz darauf. Das müsste reichen. Danke. Okay, dann müssen wir nach Kalbslederstiefel suchen. So, wo ist der Ausgang hier? Da ist der Ausgang. So, Plötze, wo bist du? Yeah. Plötze. Was ist los mit dir? Komm, reiten wir. Ja, Plötze. So, nur ein bisschen Wasser und schon macht die Panik, ey. So. Wo können die sein? Ja. Ich muss hier lang. Okay, ich steig mal ab. Ist nicht mehr so weit. Weil plötzlich wird hier bestimmt Probleme machen. Okay. Bisschen Blut. Monsterspuren. Monsterspuren. Man muss stark sein, um sowas zu tun. Monsterspuren. Gibt's hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Okay, dann gehen wir mal rein. Ja, die Spuren führen hier rein. Benutzen. Okay. Hier ist ein bisschen dunkel.
gesprochen. Ah, Fackel ist da. Nein. Nein. Ich verschieße einfach. So, hier. Falschen Knopf habe ich gedrückt. Hallo, wegen einem Brett oder was? Okay, die Spuren führen hierher. Da habe ich was gesehen. Kiste. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Oh. Was ist das? Das Blut sieht frisch aus, aber wo sind die Leichen? Ist das Blut frisch? Eine Spur. Okay. Da will ich nicht runterspringen. Ich gehe mal hier lang. Ja, genau, hier sind noch irgendwelche Spuren. Da ist eine Leiche. Noch eine Frau. Da ist noch einer. Okay. Oben. Ich habe oben Blut gesehen. Ich höre ganz Zeit irgendwelche komischen Hilfe. Reden. Was ist hier passiert? Es hat uns angegriffen. Götter, ich weiß nicht, was das war. Mindestens 4 Spannen hoch. Sag, die anderen, was? Sie sind tot. Räche sie, Hexer. Töte das Biest, bitte. Ich habe nichts, um dich zu bezahlen. Aber Mikkel, der uns hergebracht hat, dessen Bruder hat Geld und wird dich belohnen. Such in der Taverne am Scheideweg nach ihm. Ja, ich erkunde erstmal Dings. Die Mine. Aha. Das ist ein Ausgang. Okay. Licht. Ich muss erstmal hier suchen. Dann können wir über das Bezahlung reden. Anscheinend ich muss doch hier im Wasser. Tauchen. Okay, die Spuren führen da. Ich schwimme erstmal hoch und nehme Luft voll. Sauerstoff. Ja, genau. Sauerstoff aufladen. Hallo? Tauchen. Tauchen, habe ich gesagt. Sehr gut. Vielleicht ein bisschen schneller schwimmen. Alles mitnehmen, schnell. Hier ist noch eine Kiste. Mitnehmen. Komm, Hexer, schwimme schneller. Kann ich tauchen? Jawohl. Hat gereicht. Perfekt. Was ist das? Noch ein paar Leichen. Oder was ist das? Die Jungen werden bald schlüpfen. Ich muss die Eier zerstören. Krabbspinne. Eine giftige. Okay. Und wie zerstöre ich die? Hau ich drauf? Gehen nicht kaputt. Die Jungen werden bald schlüpfen. Ich muss die Eier zerstören. Ja, wie zerstören? Wie soll ich die zerstören?
Probier mal mit Feuer. Jawohl. Perfekt. Ja, wir sind zerstört. So, wir müssen jetzt weiter schwimmen. So wie er aussieht. Die Folge wird ein bisschen länger dauern. So, ich will diese Quest zu Ende machen und dann. So. Komm, Hexer. Tauch auf. Wir müssen weiter schwimmen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo einen Ausgang gibt. Ich sehe keinen Ausgang. Ich sehe gar nichts. Hier ist dunkel. Aha. Die Spuren. Auftauchen. So, die Spuren gehen, glaube ich, da lang. Weil aus anderer Richtung kam ich. Denke ich mir mal. So. Hier sind noch ein paar Eier. Zack, zerstören. Nein. Zerstören. Und zerstören. Okay, wo gibt's hier Spuren irgendwo? Müssen sein. Ich habe die doch gefolgt. Hier ist kein Ausgang mehr. Ja, so sieht so aus, ob ich zurückschwimmen soll. Ja, aber die Spuren kommen doch hier. Okay, wir müssen zurückschwimmen. Tauchen. Ja, ich muss die Spuren suchen wieder. Vielleicht da hinten war noch ein Weg. Oder nee, falscher Weg. Falscher Weg, nicht da lang. Hey, wir brauchen bald Luft. Komm, Hexer, beweg deinen Arsch. Luft, 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 Luft. Okay, Luft ist da. Kurz tauchen wieder. Was? Warum? Okay. Ich muss hier rausklettern. Komm raus. Schwimm hoch, Hexer. Ah, da ist irgendwas. Blut, untersuchen? Fleisch, Verdauungssäfte, fressen für seine Brut. Blut, hab ich doch Fleisch, untersucht. Verdauungssäfte, okay. Fressen für seine Brut. Da muss ich tauchen wieder. Ja, ich muss 12 Eier zerstören. Stimmt's. Wir müssen 12 Eier zerstören. Komm, Hexer, nur noch ein bisschen. Komm, 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 schwimm. Schwimm, Hexer. So, auftauchen. Zack. Wo
sind wir? Bei dem Anfang, oder was? Ich denke, ja, wir sind bei dem Anfang. Oder? Ja, hier waren wir doch schon. Ich habe den Spuren gefolgt und war falsch. Okay, liebe Freunde, ich denke mal, diese Folge wird viel zu lange. Deswegen machen wir mal kurze Pause hier in dieser Hölle und in der nächsten Folge werden wir den Quest weitermachen. Die restliche, diese Eier suchen, ja, diese Spinneneier suchen und ja, dann zerstören die. Und ja, wir werden den Bruder weitersuchen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, schreibt mir bitte in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Abonnieren und liken nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal beim Petrovic Let's Plays. Tschüss.